Moin Moin und Servus. Und willkommen zurück bei Station Hilflos. Kaiju, wir sind aus der Sommerpause wieder da. Das ist korrekt. Also, ja, schön. Auf jeden Fall, wenn man dieses Video sieht. Ja. Es ist vielleicht noch nicht der 1. September, wenn wir das drehen, aber fast. Richtig, der 1. September ist heute nicht, das ist korrekt. Ja, also es kommt nicht live. Ist kein Live-Video. Nee, ist kein Live-Stream. Wenig Videos sind von uns live. Ja. Aber was haben wir denn heute, um aus der um diesen kuriosen Einstieg mal zu überbrücken? Was haben wir denn hier? Wir haben ganz aktuell, gerade rausgekommen, ganz frisch von mir besorgt, ein Paket. Ist das live? Live rausgekommen? Das ist fast live rausgekommen. Fast live rausgekommen. Ich glaube, das hatte vorgestern USA-Premiere und ich habe das schon. Also. Krass. Zeitpunkt der Aufnahme natürlich. Es ist April. Genau. Nee, da wissen die Leute, dann, wann wir das gedreht haben. Oh Gott, das ist ja ein Riesenproblem. Ja. Also, wir machen heute ein Paket Unparalleled NFL Panini 2019 auf. Two autographs and one memorabilia per box on average. Ja, wir kennen diesen Scheiß. Ja. Wann bringen die eigentlich mal was raus, was auch wir nicht native English Speaker aussprechen können? Erinnerst du dich noch, als wir so Probleme mit, wie hieß es dann? Ich einfach unverbesserlich. Indisibly. Indisputable. Ja. Vielleicht sollten wir da mehr Fokus drauf legen, dass wir nur sowas wie Wars nehmen. Das kriegen wir. Also, kommen wir mal ganz kurz zu diesem Paket. Das ist schon nicht ganz so, also es ist schon nicht low level. Okay. Wir hatten schon schlechtere, auch aktuelle NFL-Produkte. Okay. Die Karten sehen komplett fancy aus, ihr werdet das gleich sehen. Das ist, ich habe ein paar Videos schon jetzt im Vorhinein geguckt, um ein bisschen Recherche zu betreiben, was können wir da erwarten. Die sehen krass aus. Also du wirst schockiert sein, du kennst ja auch noch keine von diesen Karten. Ja, wir haben gesagt, wir machen eine Triggerwarnung für alle Epileptiker. Die blenden wir jetzt ein. Trigger Warning. The following content is probably going to be terribly triggering different tricky triggers. Stop. What am I reading here? Guck mal, auch das Wort kann ich nicht aussprechen. Epileptiker? Ja, also. Epileptiker. Oder doch, ich kann's. Triggerwarnung. genau, wir sind heute übrigens einfach mal in dem Modus, dass wir mal Karten aufmachen. Ohne Challenge, ohne irgendwie, ohne Hass, Gewalt. Einfach mal Karten öffnen, aber wiegen. Genau. Aber wir wollen mal wiegen. Weil wir sonst nichts zu tun haben. Ich muss ja auch, irgendeine Funktion muss ich ja auch haben. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich wieder da, dass da Punkte drin sind oder dass da sogenannte Redemption Cards drin sind. Eine Redemption Card wäre für uns richtig scheiße. Das ist eine Karte, wo ein Rubbelfeld drauf ist, wo du dann aus Amerika die Karte geschickt bekommst, weil die noch nicht existiert gerade in diesen Paketen. Die ist also nachträglich quasi autografiert worden. Das ist für uns komplett kacke, weil die lassen sich natürlich in Deutschland auf jeden Fall nicht einlösen. Aber dann müssen wir mal. Vielleicht haben wir amerikanische Zuschauer. Oh Gott, ich glaube, wir könnten was haben. Alter, das ist schon auf jeden Fall ein bisschen dicker. Also, vielleicht haben wir aber amerikanische Zuschauer, die wir dann als Vermittler nutzen können. Hast du mir zugehört? Ja. Wie findest du die Idee? Ja, amerikanische. Oha. Also krass Unterschied. Hey, ja, ehrlich. What the fuck? Die hier nicht. Die sind super, alle gleich. Die ist super dick. Und die beiden hier. Eigentlich nur die beiden sind's. Fabian. Alle anderen sind. Die sind noch ein bisschen. Nee. Okay, eigentlich die machen wir zum Schluss auf. Ja. Das schreit fast danach, dass da eine Rookie Patch Autograph Karte drin sein könnte. Habe ich ein paar gesehen. On card. Ja, vermutlich nicht. Die legen wir mal raus. Lass uns mal wiegen. Ja. On. Ich werf mal diesen Karton runter. So. Fand ich schön. Wir wiegen. Kashi. Wir haben 20,2. Okay, wir machen es wie immer. 20. Nochmal. 20,1. Wiegen alle unterschiedlich. 20. Ne, da, ne? Ja. Ist egal. Nee, wir machen von leicht nach schwer, wie immer. Ja, aber ich kann. Du musst das sagen! 20! Wieso darauf? Einfachste Regel. 20,1. Richtig. Ich hab's gespürt. Das war so. Wie wir gesehen. Und die ist schwer. Das wiegt bestimmt 23 oder so. Boah! 26,1. Oh krass. Oh, hoffentlich haben wir Rookie Patch Allgraph.
und 25,8. Okay, also... Das ist die Reihenfolge. Haben wir so, 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 so. 64 Karten sind das insgesamt. 8 mal 8 ist 64? Ja. Wir gucken mal rein. Wir haben alles zum Einsliefieren da. Ja, wir haben hier mittlerweile sind hier jede Menge Boxen. Du hast hier auch... So, jetzt guck dir gleich mal das Base-Design an. Oh, jetzt sind wir... Das ist die Base-Card. Genau, also. Die glitzert schon? Ja, die Karten sind alle ein bisschen freaky. Also das ist Trevion Williams von den Bengals, Rookie Core. Die ersten beiden sind immer Rookie-Cards übrigens. Ah, okay. Das sollten wir so ein bisschen übrigens... okay. So, dann haben wir Tristan Hill von Dallas Cowboys. Du kannst übrigens, du bist ja bei dem Rookie-Game ganz gut drin, wenn du da jetzt irgendwen hast, wo du was zu sagen kannst. Ja, deswegen gucke ich gerade, welche Position der hier überhaupt spielt, weil er mir nichts so richtig sagt. Okay. Gut. Und Tristan Hill von den Cowboys? Ah, ja. Oh, geil. Eine Game Spirit Karte von Patty Mahomes. Die sieht mega krass aus. Guck dir die Karte an. Was ist vom Deckel? Dann gibt's noch... Wir haben da, glaube ich, irgendwas Spezielleres. Ich überhaupt gerade gar nicht. Ich weiß nicht, wie man das jetzt... Ich dachte, das wäre der andere Hill. Warte, wir legen das mal... Ich glaube, die ist... Scheiße, jetzt habe ich es, glaube ich, völlig vergessen. Was hast du getan? Ich glaube, jetzt haben wir die seltene Karte gerade oben aus Versehen. Die sieht krass aus, Jamison Crowder. Das ist auf jeden Fall Patty Mahomes. Das ist ein Insight. Spirit of the Game. Kaum glitzernd. Ich hoffe, man sieht auf der Kamera überhaupt irgendetwas. Ja, hundertprozentig. Es glitzert alles. Ja, ich fürchte, man sieht nur noch... Ach so. Ja, deswegen sagen wir immer ja, wer das ist. Der hat eine rote Hose an, ein weißes Trikot und einen roten Helm. Ist doch nicht limitiert. Das ist Jamison Crowder. Wie sortiere ich das jetzt hier? Ja, weiß ich auch nicht. Lass uns mal nach den Artworks quasi gehen. Also wir machen immer davon einen Haufen, dann von der Insert, dann machen wir die Nummerierten. Ich weiß es auch. Da okay, da hinten kommt irgendwas Verrücktes, glaube ich. Das ist Jamison Crowder mit einem anderen, keine Ahnung, das ist irgendwie ein anderes Design. So, okay. Dann haben wir, hinten sind auf jeden Fall zwei Base Cards. Also das ist die Base Normal Card, nicht die Rookie Base Card. Sieht auch relativ base aus, man sieht's. Die dürften nicht nummeriert sein, nee. So, das ist der dritte Haufen. So, die drehe ich mal um, wer weiß, hey, warum wird, also, weil das alles schon anders glitzert, aber ansonsten ist das Design ist das gleiche, ne? Die könnte ich auch auf einen Haufen packen. Ja, ich weiß es nicht, ja. Also, Shelby Harris, mal, das ist auch noch eine Rookie-Karte. Aha, interessant. Auch nicht nummeriert. Ich muss jetzt bei jedem hinten rauf gucken, ob die nummeriert ist, ne? So. Ja, das weiß man ja nicht, weil alle Okay, wir haben Little Jordan Humphrey mit so 1000 Sternen. Du könntest auch gucken, jetzt kommen nämlich neue Karten. Ja, wann geht's denn los? Ich muss sie ja sortieren, weißt du, dass das gar nicht so einfach ist. Hä? Wir haben zweimal Little Jordan Humphreys hintereinander. In einem Pack die gleiche Karte? Ja, anders, mit einem anderen Design. Ach so, Gott. Der ist 4 von 75. Aha. Aha. Den sleeven wir also ein. Den sleeven wir ein, so endlich. Der ist nicht. Das ist ein Flight. Ah, die haben, glaube ich, immer hinten quasi das Unparalleled draufstehen. Was die... Was Impact. Steht da? Ja, Impact. Das ist Flight. Was steht da? Nix, ne? Ja, ich glaube, die Base Card haben das nicht. Es ist super kompliziert. Dann machen wir das doch so. Kriege hier nach auf jeden Fall epileptische Anfälle. Epileptisch. Epileptisch, Mann. Epileptisch. So, wir machen weiter, ja? Also das war das erste Pack, mega easy zu verstehen. Wir haben wieder TJ Hockenson. Na komm. TJ Hockenson, bester Tight End, Elite Tight End in naher Zukunft. Sollte man meinen. Dann haben wir Tracy McSorley. Ein Quarterback. Manchmal muss ich den Namen lesen. Weil ich... Manchmal. Ach, McSorley, ja. Oh, jetzt haben wir einen Rookie-Focus, David Montgomery. Da hört man viel, viel Gutes von dem. Oh ja. Oder? Das ist korrekt. Ja, ich weiß nicht, wie viel ich... weil wir machen das jetzt immer so. Ich weiß immer nicht, wie viel ich verraten soll, weil unser Fantasy-Draft steht ja noch bevor. Ja, glaubst du, ich bin nicht informiert? Oder was denkst du denn? Dass du mir jetzt die Infos für den Draft gibst? Naja, ich hätte schon, hätte schon zu Travis Trace McSorley. Das ist schon Sleeper. Ja. Rookie-Focus. So, dann haben wir Marcus Wallace-Scantling. Scantling. Das ist übrigens, da ist der... Panini NFL YouTuber, den ich immer gucke. Ja. Das ist PC, also Packers Card 87 heißt er, glaube ich. Das ist so der größte in Amerika, glaube ich. Den gucke ich auf jeden Fall. Er wird die Videos sehen. Also schöne Grüße gehen an dich. Nice der war immer ein großer Jordy Nelson Fan, hat da alles gesagt. Und jetzt ist er voll auf die Marcus Wallace Scantling. Marcus Wallace Scantling Trip. Zu Recht, denn auch den habe ich im Fokus. Denn bei Green Bay ist die Wide Receiver, also natürlich ist ich weiß gar nicht, wer ist da auf 1? David Adams? Devonta Adams. Aber auf 2 war es Gandling. Und ja, ist schon was für später, ne? Mm.
Okay, dann haben wir Keon Crossen, ein Rookie. Sagt mir gar nichts. Nee, sagt mir auch nichts. So, das wird wieder eine limitierte Karte sein. Das sieht man schon an dem... Alter. Das ist Easton Stick. Damit können wir die Leute vielleicht hypnotisieren. 120 von 129. Das Design heißt Will. Also, man kann es irgendwie verstehen, warum es Will ist. Wie Whirlpool. Sehr gut. Ihr schlaft, ihr abonniert unseren Kanal. Und aktiviert die Glocke. So. Welche muss ich hier jetzt nehmen? Welche sind, wo sind die Dicken hin? Sind das die Dicken? Ja, die, ja, aber die, das steht da drauf. Sick steht, ne, das sind die Sick. Sick. So, dann haben wir noch einen David Montgomery. Das ist wieder Flight. Flight ist nicht limitiert. Flight haben wir hier, keine Ahnung. Ich verstehe das nicht, was du da legst. Und wir haben noch Jalen Ramsey. Ja, hier ist Flight. Mit einer normalen Karte. So, wir haben also zwei nummerierte, bisher auf zwei. Jalen Ramsey gibt es gerade ein lustiges Video, oder Twitter, der Instagram-Post. Da wurde gesagt, dass er nur 8 oder 3 Interceptions in den letzten 3 Jahren oder 8 Interceptions in den letzten 3 Jahren. Mhm. Und er hat dann, irgendein anderer Spieler hat sich dann darüber lustig gemacht, dass er in den 3 Jahren irgendwie 20 hätte oder sowas und... Er gibt gerade ein bisschen Beef bei den beiden. Ja, aber bei dem gibt es immer Beef, ne? Jalen Ramsey hat immer Ärger. Ja. Wir haben Chris Manhurts, Rookie, sagt mir nix. Dann haben wir Earl Thomas den Dritten, sagt mir was. Den dann haben wir die Rookie-Karte Marquise Brown. Oh, könnte was werden. Marquise Brown? Ja, Marquise Hollywood Brown. Wurde ja dieses Jahr in der ersten Runde gedraftet. Und ich habe mir mal College Prospects für dieses Jahr schon mal angeguckt. Und da soll es noch einen neuen Receiver geben. Der spielt bei Alabama. Ich kann Der spielt bei Alabama? Das wundert mich jetzt ja. Das spielt ja nie ein guter. Der soll noch besser sein als Marquise Hollywood Brown. Also soll ein ganz ist übrigens auch eher zu einem Talk-Format geworden jetzt gerade. Wir haben Darius Slayton von den Giants als Rookie-Card. Und dann haben wir einen High-Flyer, Chris Carson. Die sind auch nie nummeriert, glaube ich, diese Inserts. Dann haben wir Carl Joseph von den Oakland Raiders. Nummeriert auf 200. Ja. Aber nicht so spannend. Das ist, keine Ahnung, wie heißt das? Da steht doch gar nicht drauf. Dann haben wir Sonny Michel mit einem verrückten... Keine Ahnung, ey, das ist auch nicht nummeriert. Carl Joseph. Und dann haben wir noch Foyi Olukun. Auch nix. Auch nix. Wo ich gerade den Oakland-Spieler sehe, hast du Hard Knocks geguckt? Guckst du Hard Knocks? Die erste Folge. Aber hast du geguckt? Ja, aber auch nicht mal ganz. Ich finde Hard Knocks ja nie so richtig. Ich bin ein bisschen traurig, dass Olli irgendwas schon rausgeflogen ist. Das war ja so ein Liebling aus irgendeiner anderen Fernsehserie. Olli. Den sie schon nach Hause geschickt haben. Ja. Ja. So, wir haben die. Wieso, was willst du dazu sagen? Nix, ist mir nur bei Oakland eingefallen. Ich bin jetzt auch, also letztes Jahr habe ich Hard Knocks absolut gefeiert. Mhm. Mittlerweile hat man irgendwie das Prinzip von Hard Knocks verstanden und die bauen es halt immer wieder gleich auf. Ne? Ist auch also. So. Wir haben Debo Samuel und Dexter Williams und das Autogramm. Oha! Von Tyree Jackson, Buffalo Bills. Ja. Kriegt der einen dickeren? Ja, ja, okay, ist nicht nummeriert, ist ein Sticker. Base Auto, das ist halt worse. So schlechter. Also ein Was Spieler, haben den keiner kennt. Zwei oder ein Autogramm? Zwei Autogramme und ein Memo. Hm. Aber wir aber haben müssen wir nicht natürlich zwei eine Karte. Schon haben oder so? Ja, das eine ist vielleicht Memo und Autogramm. Ja. Ja. Na gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall Unparalleled Dwayne Haskins Redskins für meine Dwayne Haskins Sammlung. Bin nice. Ich sehr glücklich. Den kannst du mir mal eins liefern. Ja. Ich habe nämlich eine Dwayne Haskins Sammlung, klar. Als Experte muss ich das. Dann haben wir Nazir Adelaide Flight. Und wir haben Jannard Avery. Kenne ich jetzt nicht schon wieder. Tedrick Thompson. Meine Güte, das sind ja alles Leute. Und Julian Edelmann. Time. Ja. Manchmal passieren Dinge, die sind unvorhersehbar. Denken wir uns irgendwas aus? Ja, wir erzählen eine kuriose Geschichte, warum wir dieses Video jetzt doch in zwei teilen. Meine Oma.
mochte aufgeteilte Packungen Zucker zum Beispiel lieber. Nee, jetzt und bin deswegen... ich auf diese Geschichte gespannt, wie du das jetzt retten willst. Ist überhaupt kein Problem. Oma hat sich immer ein Kilo Zucker gekauft, ne? Und dieses Kilo wollte ich natürlich in einem wegnaschen. Ich kam mit dem Löffel und meinte, Oma, ein Kilo Zucker, das braucht dein Fabi. Dann habe ich angefangen zu essen und gegessen und das hat so 15 Minuten gedauert. Und dann meinte meine Oma, man darf ungefähr nur 12 Minuten pro Packung brauchen. Dann meinte ich, Omi, das geht doch nicht, aber Oma bestand darauf, nahm mir also den restlichen Zucker weg und gab ihm erst am nächsten Sonntag wieder. Um am nächsten Sonntag dann das restliche Kilo Zucker zu essen. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Woche. Kaichi! Ausstieg im Pfad Richtung links. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Genial, oder? Geniale Oma-Geschichte.